Und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Und hier mitten am frühen, wunderschönen Morgen sind wir hier und haben die Scheune im Visier. Jawohl. Wir sind nämlich dabei, die zu renovieren. Und genau das werden wir jetzt auch machen. Ich finde es nur so schön. Es ist endlich vollendet. Die gesamte Basis ist vollendet. Und es sieht halt, ne, es sieht schön aus. Es ist zwar, ja, für den PC nicht gerade das Beste, weil das Spiel jetzt, ne, in der Basis ziemlich runtergeht, FPS-mäßig. Aber egal, es sieht schön aus. Seht ihr, wie schön die leuchtet überall und, oh, ich finde das so schön. Genau, gut. Aber wir sind hier fertig. Die Basis ist vollendet. Das heißt aber, ja, nicht, dass wir jetzt Pause machen, sondern es geht natürlich weiter. Wir werden die Scheune renovieren und ich werde heute auch mal hintergehen und zeigen, was wir im Stream gebaut haben. Warte mal, war das nicht angemalt? Doch, war angemalt. Oh, das sind ja Zombies. Was wir heute im... was wir so im Stream gebaut haben, weil da haben wir richtig, richtig viel angestellt. Ja, komm her, hüpf drüber. Mach mir nicht meine Zäune kaputt hier, Freundchen. Warte. Was? Ach, wenn die mal noch kriegen, ne? Die fallen schon um. Sind bewusstlos. Und hauen mir aber noch eine rein. Das ist nicht nett. So, wir versorgen uns jetzt erstmal. Und, ja, ich habe auch die Horde weggebombt, ja, also so richtig, mit lauter Minen und so, die hat super geklappt, die müssen wir echt auch nochmal wiederholen. Und, ja, wir haben, wie gesagt, da hinten noch was gebaut, das, da gucken wir dann später mal hin, finde ich nämlich auch richtig schön. Und die haben ja hier alles kaputt gemacht. Ich würde auch sagen, wir werden hier alles abmähen und dann frischen Mais anpflanzen. Ich glaube tatsächlich, das ist eine ganz coole Idee. So, Zaun. Dann muss ich aber erst den ganzen Boden bestellen. Und ja, ne? Es wird viel Arbeit. Ja, auf jeden Fall, es gibt noch genug zu tun. Wir können ein bisschen questen gehen auch. Ich würde vielleicht auch ganz gerne Level noch erreichen. Und guck mal, wir haben über 10.000 Zombies gekillt. Nee, Entschuldigung, sorry. Wir sind erst 245. Kriege ich das Level 300 hin oder nicht? Ich glaube nicht. Also mal gucken. Wenn sie es nicht wieder verschieben, könnte es ja sein, dass Mitte Oktober eventuell. Also es sind keine verwendbaren Infos hier, ne? Nein, nein, nein. Es ist nur... Mit diesem Pre-Stream-Dings kriegt man ja auch so ein bisschen mit. Es kann sein, es muss nicht, es kann halt sein, wenn sie es nicht verschieben, dass das dann Mitte Oktober vielleicht die Alpha 18 kommt. Und bis dahin halt, ja, stellen wir noch ein paar Sachen an, auf jeden Fall. So, es sind jetzt wieder neue Zombies. Weil die haben ja hier alles zerdetscht schon wieder. Jetzt weiß ich nur nicht, sollen wir... Ach, Fässer wollte ich noch mitnehmen. Da war was, genau. Ich habe jetzt hier auch schon Glas drinnen. Und das ganze Ding wird auch neu gestrichen. Und da ist gar kein Müll. Da ist kein Müll. Vielleicht ziehen wir auch den Boden rein. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich sehe gerade, hier müssen wir noch aufwerten. Und genau, hier haben sie nämlich alles zu debattieren, die Affen... Alles machen sie kaputt. So, dann brauche ich jetzt quasi noch... Da haben sie auch alles zerdeppert. Die machen alles kaputt. Nichts ist denen heilig. Na, lass mich los. Lass mich los. Wo war denn das? Ach nee, da ist gar keine. Ah, das sah von unten so aus, als wären hier zwei kaputt, aber... Nee, 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 passt. Also Scheiben habe ich jetzt überall schon mal reingesetzt. Ich habe dann doch noch genug gemacht... dass wir die jetzt überall reinbekommen haben. Genau. So, dann... Was habe ich jetzt gesagt? Was brauche ich? Ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. Blümchen vielleicht. Nein. Ach, Fässer. Genau. Danke, dass du nochmal aufgeplöppt hast. Ich wollte doch ein paar Fässer... Nein! Nein! Mein Schreihals. Ist die jetzt in der Scheune? Ist die gerade in der Scheune? Wo ist die?
Da ist er. Keine Zeit zum Schreien, so ist brav. Okay, ich gehe jetzt nochmal kurz Fässer holen. Weil, genau, Heuballen wollte ich herstellen. Die kann ich auch gleich in Auftrag geben. Heuballen, davon können wir ruhig mal, wie viele? Oh nee, das ist zu viel. Mal 200. So. Und es könnte jetzt, weiß ich, ich gucke einfach nur auf den Boden, vielleicht hilft das ja was. Vielleicht müsste ich aber den Gebietsschutzblock so ein bisschen hinmachen, damit wir da in der Scheune keine Zombies haben. Weinfässer. Komm, gib mir mal davon ein paar. Das wird so ein kleines Lager quasi. Und davon noch ein paar. So. Dauert ja nicht so lange. Das heißt, wir brauchen, glaube ich, ein bisschen mehr Farbe. Die Dinger können wir wieder wegtun. Benzin. Ich wollte eigentlich... Nee, es lohnt sich, glaube ich, noch nicht zum Händler zu fahren. Glaub, das lohnt sich noch nicht. So, was machen meine Fässer? Komm zu mir. Die Rahmen brauche ich auch nicht mehr. Können wir auch weghauen. Die können wir auch weghauen. Dann haben wir nämlich Platz für die Sachen, die wir brauchen. So, Müllkiste. Machen wir in die Müllkiste rein. Mehr Fässer. 10 Sekündchen noch. Komm, letzten 5 Fässerchen. Gib sie mir. Dann tun wir nämlich ein bisschen dekorieren und einfach ein paar Sachen anstellen. Oder wir machen echt den Boden auch echten Boden rein. Wobei ja der Sand gar nicht mal so sehr stören würde. Ah, das gucken wir mal. Gucken wir einfach mal, wie wir dann lustig sind. So. Genau, der Mais, der muss dann weg mit der Zeit. Und Farbe. Wir brauchen auf jeden Fall Farbe. Das Dach hier würde ich dann auch gern anders anpinseln. Einfach damit alles schöner ist. So, wir brauchen die da. Trinken können wir erstmal wegtun. Warte, trinken hier hin. Und ich habe doch da die da, genau. So, so rum vielleicht. Jetzt da, dann können wir nämlich jetzt hier die da rein. Einmal. Es waren doch überall zwei, glaube ich, ne? Hier und hier. Und die Wedges dann da rein. So. Müssen wir aufwerten. Hier rein und hier. Okay. Ich habe mehr gemacht als nötig, aber ja, ist okay. Ist nicht schlimm. Gut, das ist schon aufgewertet. Das Dach, denke ich, ist richtig und komplett. Komme ich da auch? Nein, es fehlt ein Millimeter. Ich bin ein bisschen zu klein. So, und ich würde auch gerne neue Farbe draufstreichen, damit das halt alles ein bisschen besser passt zu unserem... Gebäude quasi. So, das können wir mal weghauen. Ich würde sagen, wir nehmen hier auch die... Nee, das sind nicht die. Die da. Ich finde die nämlich tatsächlich ganz schön. So, mache ich hier das ganze Dach von an. So. Zack. Zack. Ja, weil nur nicht zu viel, ne? Nicht, dass ich wieder alles versau, während ich hier pinsel. Das ist immer das Schlimme an dem großen Pinsel, wenn man sich immer alles dann anders anmalt, als man es eigentlich möchte und, grausam. So, aber ich glaube, das wäre dann tatsächlich schöneres Scheunendach als dieses Wellblechdach da ist. Ah, nicht runterrutschen! Na gut, von mir aus, dann doch. So, hier. Da oben. Können wir gleich wieder hochklettern und dann auf der anderen Seite quasi das Gleiche. Oh, ich komme mal wenigstens gut rum. Ah, egal. Egal. Untenrum wird sie anders angemalt noch. So, das ist doch viel schöner als, wie gesagt, dieses Wellblechzeug da. So, komm. Ja. Anmalen, anmalen. Jetzt ist die Frage, kriegen wir irgendwas hin, was schöner ist wie das rote Holz? Ich glaube aber nicht, oder? Einmal kurz gucken. Ganz rot vielleicht anmalen. Nee, das sieht blöd aus. Oh, das sehe ich. Da müssen wir noch ein Ding reparieren. Wie sieht... Nee, das sieht nach Stoff aus. Das sieht auch blöd aus. Wie sieht das Holz aus? Na, das ist falsch. Okay, warte mal. Das wäre sonst eigentlich auch noch irgendwie okay, oder? Ich will halt nicht, dass es diesen... alles kaputt, Look hat. Aber irgendwie... Sieht das jetzt gut aus oder nicht?
Sieht das jetzt gut aus oder nicht? Okay, warte mal. Ich hätte noch oder halt alles in diesem kaputten Rot. Warte mal, was wäre da? Nee, das sieht blöd aus. Das sieht zwar bei Möbeln eigentlich ganz schön aus, aber hier sieht es blöd aus. Nee, das sieht so, das sieht auch nicht gut aus. Eine passende Farbe finden ist nicht so einfach. So, wenn das jetzt komplett so wäre, dann gib mir nochmal Farbe. Oder soll man sie doch so machen? Es ist jetzt die Qual der Wahl, ne? Aber andererseits, wenn, andererseits, es sieht schon okay aus. Wenn halt keine Flecken drin, also keine kaputtes Holz dazwischen ist. Weil dann würde ich gerne das da auch anmalen, damit das eben alles eine rote Scheune ist und nicht genau. Dann machen wir das, glaube ich, so. Den, nee, das muss ich einzeln weg. Ich glaube, dann lassen wir die Farbe hier. Oh, okay. Warte, den da. Nee, 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 ich verdings gerade alles, ne? So, das sind auch nur Holzplatten hier. Ich dachte, das sind. Ja, egal. So. Und dann genau. Dann wäre das nämlich, glaube ich, ein viel besserer, schönerer Look. Und hier dann quasi auch so. Damit man sieht, das ist das Dach. Und hier unten natürlich dann auch, oder? Ich finde, das sieht doch dann schon besser aus. Genau, gut. Dann haben wir hier Heuballen. Habe ich schon ein paar Heuballen fertig? Ja. Und die Fässer. Wir brauchen auf jeden Fall die Fässer. Wo hauen wir jetzt noch ein paar Heuballen hin? Hier so vielleicht ein paar Stapel. So ein bisschen. Ne, warte, so. So, ja. Und kann man hier noch vielleicht so ein paar so hin. Man kann halt nicht ne. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wenn wir den da nehmen. Dreh dich. Warte mal, warte mal. Ich muss jetzt nur gucken, ob das noch was aussieht. Es gibt ja diesen Heuball-Look. So. Oh, ich glaube. Oh, ich brauche gar keine Heuballen bauen. Wir machen runde Heuballen. Wir machen runde Heuballen. Das sieht irgendwie cooler aus. Warte, Stab, wir bauen keine. Wir bauen mehr Klotzen. Klotzen. So, weil es sieht doch viel cooler aus. Und gib mir davon 50 Stück. So. Es sieht doch viel cooler aus. Ja, wir machen echte Heuballen. So sieht's aus. Genau, gut. Ich glaube, da tun wir ein bisschen Wasser rein, oder? Nee, das machen wir nicht. Oder nee. Nee. Gut. Dann würde ich sagen, auch wenn es schade ist, aber gut. Wir hauen jetzt hier den Müll weg. Wir räumen auf. So. Da ist alles passend. Da kommen dann nämlich auch ein paar Heuballen dazu. Hier innen drinnen. Was machen wir denn hier? Sollen wir hier. Eigentlich wäre hier dieses Holzlook-Ding eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und so, dann haben wir hier. Da ist kein Müll mehr. Das habe ich alles schon beseitigt. Hier hinten kommen auf jeden Fall. Ah, komm, da machen wir ein paar Fässer rein. Da machen wir aber einen schöneren Boden rein. So. Und. Da machen wir einen schönen Boden rein. Das ist nämlich wie so eine, wie so ein kleines Lager. Da kommen dann ein paar Fässer rein. Und dann passt es viel, viel besser dazu. Ich glaube, ich mache hier überall Boden rein. Ja, ich glaube, ich mache überall Boden rein. So, dann an den kurz weg. Es reicht ja auch, wenn wir einfach nur Holzboden machen. Und den dann einfach ein bisschen anpinseln. So. So, oder wir brauchen den, glaube ich, gar nicht anpinseln. Ich glaube, da können wir tatsächlich einfach diesen Holzlook hier lassen. Und so einmal schön aufwerten. So. Jawohl, genau. Oh, die Tür ist ja kaputt. Ah, so weit wollte ich die gar nicht aufwerten. Also dann geben wir mal diesen Look hier. Weil es soll zwar, es ist auch Stein, aber will ich nicht. Also ich glaube, wir machen das da einfach so. Genau. Finde ich eigentlich ganz cool. Mach mal. Und hier, das ist eine Scheibe, dann kann ich da nichts verunstalten hier. So, ja, weil, ah, das sieht doch eigentlich ganz cool aus. So, dann machen wir hier, nein, nein, ah, das sind so Dinger, ich verstehe.
Nein, ich wollte nicht anmalen, ich Trottel. Oh, ich krieg's wieder nicht gebacken. Ne? Dann machen wir hier jetzt einzeln. Ach, das ist. Ah, das sind die Dinger. Okay. Dann haben wir hier das da und das da weg. Und die da. Und den da. So. Und die. Ne, übernehmen. Ja, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. So, das da wird weggedingst. Jo. Damit wir hier schön den Holzboden haben. Genau. Das sieht jetzt so aus, als wäre die Scheibe kaputt, aber das ist nur mein Zaun. Gut. Dann hierher. Das würde ich auch so machen. Dann machen wir einfach so die gesamte Schmiede. Die ganze Scheune so. Dann stellen wir hier jetzt große Fässer hin. Dann machen wir einmal die Seite. Und einmal die Seite. Dann würde ich sagen, machen wir hier das da. Dann gib mir mal zwei Schränke quasi. Zweimal Schränke. Was nehmen wir da jetzt? Das Rötliche oder was nehmen wir denn da jetzt? Oder das Graue? Nee, ich glaube, wir nehmen die Qual der Wahl. Eigentlich habe ich überall, ne? Das Dunkle. Dann gib mir Farbe. Qual der Wahl. Machen wir schön Holz. Jo, das ist schön Holz. Jawohl. Und da stellen wir jetzt nämlich zwei solche Fässer drauf. So und so. Ja, Weinkeller oder nicht, ne? In der Scheune, da haben wir auf jeden Fall unsere ganzen Fässerchen. Sehr gut. So, das bedeutet, wir graben jetzt einmal hier alles weg. Ich hoffe nur, dass da nicht alles runterfällt oder so. Dann machen wir ein paar Ställe oder so noch hier rein irgendwie. Und das Problem ist halt auch, ich glaube, auch wenn wir hier eigenen Boden einziehen, das interessiert die Zombies nicht. Die werden trotzdem nachspawnen. Und ich will aber ehrlich gesagt meinen Claim-Block nicht von da drüben hier reinziehen. Ich glaube, das will ich nicht. Nee. Möchte ich nicht. So, hier muss ich dann aufpassen. So. Erstmal weg, dann tun wir das schon mal auffüllen. Wie gesagt, ich will nicht, dass die Scheune mir gleich über den Kopf dann zusammenbricht. Das muss ja nicht sein. Also ich glaube, die Schweinchen, die lassen wir aber im Sand. Dann ist das wie so ein bisschen Streu oder so. So, zack, reinpacken. Und draußen kann auch Sand bleiben. Da müssen wir nicht betonieren. Also, nee, bei aller Liebe. Wir brauchen nicht die ganze Welt hier ausrichten mit Holzrahmen. So. Zack, einmal aufwerten. Damit man das dann sieht. Ja, ich finde für ein Gebäude, ne, weil ich glaube nicht, dass irgendjemand. Oder so eine Scheune, die braucht einen Boden. So eine echte Scheune wird doch nicht einfach nur die Wände hochgezogen, oder? Also ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Genau, dann wird das alles hier. Dann baue ich hier aber vielleicht Platten. Nur mal kurz gucken. Weil das sieht ja jetzt natürlich blöd aus. Und wenn wir das dann so machen, dann wäre das wie so eine Stufe quasi rüber zu den Schweinchen. Und die sind dann quasi hier im Dreck, will ich jetzt nicht sagen, aber im Sand. Im Naturding irgendwie. Also dann können wir nämlich hier einen Heuballen hinlegen. Ich finde das so cool, ne? Und hier können wir einen hinstellen. So. Einmal Heuballen anmalen, bitte. So. Hier. Heuballen finde ich da. Guck mal. Gutes Gras. So. Ich finde das voll cool. Und hier drin machen wir aber auch diesen Holzlook. Das muss man auch noch anmalen. Jo. Weil ich will nicht, dass die in so einem Eisenkäfig sitzen. Nee. Die sollen schon schön in einem richtigen, schönen, gemütlichen Stall wohnen. Also ich würde sagen, einfach alles anpinseln. Kann ich ja eh nicht viel verdingsen. So, und die Ding machen wir dann gleich. Und so, Dach, wie mache ich denn das Dach jetzt innen? So, die Balken und so kann ich gleich wieder abschminken quasi. So, hier. Und hier, das war... Egal, Sekunde. Ah, das habe ich auch angemalt. Nein, das da. Dann Einzelpinsel. Hier. Und hier. Also das wird abge... Achso, nee, warte.
Was lassen wir denn da? Nee, ich glaube, da können wir die Dinger lassen. Ah, nee, warte. So, nee. Es ist echt immer so die Qual der Wahl, ne? Von dem Zeug hier. Ich glaube, wir kopieren das da und machen das hier und hier wieder hin. So, für den Stall ist das, glaube ich, ganz in Ordnung. Lady. Stirb, genau. So ist es gut. So, das lassen wir rostig. Und ja. Ach, da oben fehlt noch, da oben. Das machen wir aber jetzt so mit dem Pinsel. Nein. Das muss man alles nochmal ab. Oh, muss ich da jetzt einzeln? Oh. Ah, ne, warte, ich muss das anmalen. Das hat so ein bisschen einen anderen Look, sehe ich gerade. Es ist zwar nur minimal, aber mir gefällt es besser, weil es dann aussieht wie so ein, ja, wie so ein Rindendings. Also, wie Rinde. Wie so ein Rindenstamm. Kleiner Birkenstamm wurde hier reingepackt einfach. So, also, ich weiß aber immer noch nicht, wie ich die Decke dann anmal. Jo. Dann gib mir das da. Holz, Holz. Komm, anmalen, anmalen, anmalen. Immer mehr anmalen. So. Hier, wie machen wir das jetzt? Ich glaube, weiß. Wir machen das einfach einfarbig oder creme. Wir machen das cremefarben. Geht das? Ja, geht, geht, geht. Ich will nicht einmal drehen. Hier und da. Tada! Jawohl, dann wäre. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Das hier bitte einmal. Kleiner Pinsel und anmalen. So. Also, das sieht doch eigentlich ganz cool aus. So. Dann wäre das da schon mal fertig. Der Boden bleibt so, wie er ist. Dann müssen wir den jetzt noch wegbuddeln. Genau, dann machen wir das jetzt einmal. Und dann wird der Boden gelegt. Wie gesagt, ich schätze, es interessiert die Zombies nicht. Die werden dann einfach trotzdem spawnen und die da oben sowieso. Also, die haben hier ihre festen Spawnpunkte und da bleiben die dann auch. Genau. Machen wir den Boden und dann, ich hätte nicht gedacht, dass diese Scheune renovieren mehr Arbeit ist. Also, ich hätte gedacht, zack, zack, und die ist heute fertig. Aber ist nicht der Fall. Beziehungsweise, bevor ich jetzt hier alles wegbuddel, das könnte ich dann auch zwischen den Folgen machen. Wir können einmal ganz kurz rüber gucken, was wir gebaut haben. Und das muss alles rot angemalt werden. Ah, das wird. Und wir müssen das Mais, den ganzen Mais da weg. Ach, das wird schön. So, und zwar haben wir neben unserer Basis einen Campingplatz gebaut. Ja, einen richtig coolen Campingplatz. Das haben wir im Stream nebenbei gemacht. Und wir haben hier auf jeden Fall, wer es nicht kennt, erkläre ich mal schnell, einen kleinen Strand-Volleyballplatz, wo man Volleyball spielen kann. Finde ich ganz cool. Warte mal, immer mal so, dann sieht man es vielleicht ganz viel schöner. Volleyballplatz, damit man Freizeit ne, spielen kann. Dann haben wir eine Wasserrutsche. Das heißt, wir gehen da hin. Dann setzen wir uns hin. Da ist die Stange, wo man so eins, zwei. Und dann stößt man sich ab und dann rutscht man hier runter. Oh, da ist man langsam plumps in den Pool. Da bin ich noch dabei aufzufüllen. Ich hätte da gern überall Wasser, aber oh, da ist Wasser kaputt gegangen. Nein. Und ja, das ist quasi unser kleiner Swimmingpool. Man könnte natürlich auch drüben im Fluss schwimmen gehen, aber das sind vielleicht böse Piranha, Zombie-Piranhas oder so, die einen dann auffressen. So, und hier ist absolut rein. Wie gesagt, ich hätte hier gern noch eine dritte Reihe Wasser, aber es ist so verdammt schwer. Es ist einfach nur schwer. Es ist einfach nur schwer. Na, mal hier eine kleine Grillecke, wo man dann auch schön essen kann. Mit unserem Grill hier. Und natürlich trinken darf nicht fehlen, ne? Trinken darf absolut nicht fehlen. Hier wird alles von oben gebraten und unten ist Glut, also es wird auch von unten gebraten. Das alles ist da. Hier schön ein paar Heizpilze, damit man auch schön warm wird oder halt, ne? Damit es nicht kalt ist, wenn man hier grillen tut. Dann haben wir hier drei verschiedene Wohnwagen und einer halt ein bisschen größer. Bisschen kleiner und die sind alle quasi mit Bettchen, Schrank, eine kleine Anrichte und einem Stuhl. Ich muss jetzt mal den Stuhl erst rausziehen, damit ich mich hinsetzen kann. Aber
Ja, wir haben hier quasi einen kleinen Rückzugsort. Jo, hier genauso. Nee, Licht kann ich echt auslassen. Ein Doppelbettchen. Da hinten ist das Kissen. Schwarz ist die Decke. Mit Küche sogar. Und Stuhl und Kerze. Überall Kerzen. Und hier dann noch. Genau das gleiche, halt ein bisschen anders, sogar mit zwei Stühlen und einem kleinen Bettchen. Also man darf sich nicht viel umdrehen, aber es reicht vollkommen. Dann mache ich hier ein kleines Lagerfeuer. Dann kann man dann schön Marshmallows grillen oder was man halt gerade so möchte. Und wir haben natürlich auch was ist das? Hier geht man hin, bezahlt und dann darf man hier aufs Plumpsklo. Es ist sogar so, also es ist auch beleuchtet. Wenn man dann quasi hier, warte, ich komme da so. Ja, und dann plumpst es bis zum Bedrock. Da haben wir wirklich drauf geachtet beim Bau und beim, ja, beim Kreieren dieses Plumpsklos, haben wir da darauf geachtet. Und hier ist dann quasi die kleine Klofrau oder der Klomann. Und hier wird dann ne, schön alles, hier Reinigungsmittel und alles steht hier zur Verfügung. Wenn man jetzt auch natürlich auch noch am Strand ist, ne, hier so am See mehr oder weniger, oder sich den Sand vom Volleyballspielen abduschen möchte, mit Badeanzug oder Klamotten, nackig ist nicht erlaubt, dann kann man hier auch duschen gehen. Genau. Da haben wir dann zwei Duschen, weil wir wollen ja nicht stinken auf dem Campingplatz. Und dann, wenn es abends wird, dann haben wir hier eine Open-Air-Bühne. Und da wird dann richtig abgerockt. Also ich hüpfe mal gerade nach oben. Und das fand ich echt cool. So. Tada! Das ist unsere Bühne. Auf der finden dann die ganzen Konzerte statt. Auf jeden Fall schön mit hier Lautsprechern links und rechts. Eine Pommesgabel, weil ne Metal, aber es läuft natürlich auch anderes. Hier ein Mikrofon für die zwei ja, Gitarren oder Chor oder was auch immer. Dann gehen wir mal auf die Bühne. Lautsprecher für nach vorne raus. Beleuchtung, ne, damit man auch im Rampenlicht steht hier. Es sind halt riesige Mikrofone, aber die haben wir ja in der Basis auch so stehen. Hier kommen auch ne, offiziell. Oh. Da habe ich gerade was gesehen. Das geht so nicht. Gut, dass wir hier waren. Gut, dass wir hier waren. Das ist so nicht erlaubt. Jo, weg damit. Und man kommt dann quasi hier hoch. Das könnte man beleuchten. Ich habe das jetzt nicht verkabelt. Mir reicht das eigentlich auch so mit den Scheinwerfern. Und dann haben wir hier nämlich das Schlagzeug. Nochmal eine Nummer. Oh. Da habe ich auch nicht. Keiner hat's gesehen. Keiner hat's gesehen. Also, die müssen so angemalt werden. Hoffe ich, denke ich, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Es ist ein Monster-Schlagzeug, aber da kann man dann ne, so hier und dann. Ding. Auf jeden Fall ziemlich cool. Der Schlagzeuger hat dann auch die ganze Meute, an die da schreiend rumhüpft und tanzt und macht, hat er dann im Blick. Und hier haben wir da natürlich, der Arme tut mir nur leid, weil er direkt vor den Lautsprechern ist. Der hat hier sein Keyboard. Genau, das haben wir quasi im Stream immer mal wieder so nebenbei gebaut. Jetzt ist das natürlich auch fertig. Basis ist fertig, ich will da hoch. Wieso darf ich da nicht hoch? Ah, jetzt hat klappt's. Genau, wir haben also hier nebenbei einen Campingplatz gebaut. Und muss sein, ne? Ab und zu braucht man ein bisschen Pause und Relaxen von dem harten Leben in der Apokalypse. Und genau, wir machen auf jeden Fall den Schreihals noch kaputt. Die tut gerade Bäume klettern. Die klettert gerade echt Baum. Lady? So, ich hoffe, die hat nicht geschrien. Jetzt kullert sie den Berg runter. Jawohl, es muss reichen. Genau, auf jeden Fall richtig toll und wir haben doch einiges gebaut und geschafft. Aber die Bühne, ich bin da echt irgendwie so ein bisschen stolz. Ne? Ich find die so mega. Genau, gut. Dann sage ich aber schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bulle jetzt noch den Boden weg, dann können wir da nächstes Mal weitermachen.
Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.